Sascha Hellinger. Sascha Hellinger. Sascha Hellinger. Dankeschön. Ich komme jetzt gleich mal zum Punkt, zum Thema, um was es heute geht. Es geht heute um Kommentare, aber nicht 20 bis 25 Kommentare, die ich einfach so durchbombe und einen Joke mache mit hier, Gitarre spielen, Posaune, dies, das, Ananas. Kennen wir alles? Nein, heute geht es um negative Kommentare. Heute geht es um Kritik. Ich war unter dem Video an ein anderes Wort für. Steffi, hast du gesehen? Ein anderes Wort für? Danke für deinen Support. Das Ganze vorab erstmal, wirklich vorab, hat 50.000 Likes und zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, 307 Dislikes, okay? Das spricht wirklich für sich. Ja, das war ein gutes Video, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall war ein gutes Video. Man konnte eigentlich nichts sagen, bis ich die Kommentare gelesen habe und die wirklich von den ersten 30 Kommentaren waren 20 Hate-Kommentare. Sprich, ich habe da jetzt mal 10 Kommentare oder so rausgesucht und die trage ich euch mal vor und gebe euch meine Meinung. Sprich, Leute, heute ist Dienstagabend, lehnt euch zurück, hört mir ein bisschen zu, ich erkläre ein bisschen was. Es kommt echt selten auf diesem Kanal vor, dass ich eigentlich auf eure Meinung eingehe, ja? Wir fangen an, erster Kommentar. Videos werden auch immer kürzer, okay? Ein anderes Wort für geht 3 Minuten 43, das davor 3 Minuten 22, das davor 7 Minuten 5. Das davor 5 Minuten 54, das davor 5 Minuten 38. So, Videos werden auch immer kürzer. Okay, das Video über Weihnachten 3 Minuten 22 ist kurz, ja? Aber soll ich mich 10 Minuten über Weihnachten auskotzen? Will doch kein Mensch sehen. Ein anderes Wort für geht 3 Minuten 43, was meiner Meinung nach aber auch eine angemessene Länge ist. Leute, ich erkläre euch jetzt mal was. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich drehe nicht nur 10 Minuten an der Challenge oder jetzt genau explizit an diesem Video. Ich drehe nicht nur 10 Minuten dran. Wir haben, glaube ich, über 20 Minuten gedreht für ein anderes Wort für. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich komme nach Hause, ja, mit Filmmaterial von über 20 Minuten, ne, und versuche natürlich immer nur jeweils das Lustigste und das Beste, was euch am meisten unterhält, da rauszusuchen von den über 20 Minuten und schneide es alles zusammen zu 3 Minuten 43. Warum aber? Ich kann es euch erklären. Ich will, dass ich mit dem Video euch am meisten unterhalte. Ja, dass egal was kommt, immer Unterhaltung geboten ist. Ja, vielleicht war ein bis zwei richtige Begriffe, wo man dachte, okay, ist cool, aber sonst eigentlich immer nur Dummheiten. Immer nur so wirklich, was richtig dumm ist, in dem Video lustig für euch rübergebracht. Jetzt natürlich die Entscheidung bei euch. Wollt ihr, dass ich 8 bis 10 Minuten Videos raushaue? Wahrscheinlich noch 10 Minuten, dass ich mehr Werbung schalten kann, wo aber eigentlich nur 2 Minuten 50 unterhaltend ist? Oder wollt ihr dieses 3 Minuten 43 Video, wo davon dann 2 Minuten 50 unterhalten ist und ihr danach sagt, Alter, was ein lustiges Video, hey, ich kann mir das nochmal geben, die Serie. Also das ist für mich eigentlich ganz eindeutig, dass ich da lieber kurz fasse und dann lieber in der Kürze mega unterhalte, anstatt in der Länge so ab und zu mal zwischendurch. Das finde ich für mich absolut behindert. Also liebe Neutronics, wollte ich einfach nur ganz kurz loswerden, deswegen geht das Video auch so kurz. Oder mal eine Challenge, wenn die mal 3 Minuten geht, dann geht die halt 3 Minuten, aber ist auch bewusst 3 Minuten. Nicht, weil wir gesagt haben, so, yo, wir haben jetzt keinen Bock mehr, 5 Minuten, das sind gedreht, reicht, tschüss. Die Videos werden immer kürzer und langweiliger. Philipp, also zur Kürze, da kamen wir ja gerade schon drauf zu sprechen. Langweilig. Okay, Philipp, das heißt, du warst mal ein Zuschauer oder bist wahrscheinlich immer noch einer und früher fandest du alles unterhaltender. Lieber Philipp, dann würde ich dich doch bitten, einfach in 2 Monaten wiederzukommen. Vielleicht treffe ich dann deinen Geschmack in 2 Monate wieder. Wenn es für dich langweilig ist, dann kann ich nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch nur Videos. Wie jeder von euch andere könnt ihr auch Videos machen. Manchmal treffe ich den Humor von Leuten. Ich bin dankbar für alle Zuschauer, die sonst immer um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr am Start sind. Oder immer alles liken. Das ist richtig, meine Community kann richtig geil sein und ich weiß auch, dass ich ein paar coole Zuschauer habe. Lieber Philipp, darunter zählst du nicht, aber damit bin ich auch einverstanden. Nicht jeder muss mein Content feiern, ist ja cool, weißt du? Aber dann lass es doch einfach bei dir. Wen fuckt diese, ey yo, schwarzes Dresscode-Kacke auch ab? Ich kann es dir beantworten, niemand fuckt es ab. Es fuckt einfach niemand ab, weil dahinter auch eine Story steht und die Leute checken das nicht. Ja, ich glaube, bei dem ersten, der schmerzt jetzt tief, hat Spendi mal rausgehauen, was reimt sich auf Panama und ich glaube, er hat Panamera gesagt. Und so ist Panamera Flow entstanden. Dahinter steckt eine Geschichte. Das ist wirklich so ein Gedanke, den ich beim Schneiden dann jedes Mal habe. So, ey, Panamera Flow, wenn Spendi irgendwas Dummes sagt, das kann niemand abfucken, weil das einfach nur, es ist cool. Ich muss mich da selber loben, aber es ist cool. Panamera Flow kackt niemanden ab, Mann. Mein Schwanz ist groß. Jetzt weiß ich auch, wer meinen Namen, den ich damals haben wollte, besetzt hat. Danke nochmal dafür. Ein anderes Wort für unsympathisch TV ist, mehr Anzeigen, Hurensohn. Leute, Hurensohn habe ich ja schon mal gesagt, berührt mich gar nicht, ist wie, hallo, wie geht's dir so? Oder hey, gutes Video, Hurensohn, das ist so, hat gar keinen Stellenwert mehr. Janis schreibt, Sascha, du bist so ein Opfer, KS-Freak und Miguel Pablo zerstören dich. Mittelfinger nach
um Jannis. Ich muss jetzt wirklich deine kleine Kinderwelt zerstören. Ich muss die wirklich zerstören. Ich bin mir sicher, dass weder Miguel noch KS, wenn ich die treffen würde, oder auch in dem Video, dass ich die zerstören würde oder dass die mich zerstören würden. Jannis, jetzt musst du wirklich, halt dich bitte fest und du musst stark sein, ja? Wenn es sein muss, hol deine Mutter zu Hilfe, falls du jetzt weinen musst und es nicht packst. Aber es gibt YouTuber, die sich privat richtig gut verstehen und halt auf Videos, wenn jemand ein Video gemacht hat, wo es halt ein bisschen, wo halt scheiße ist, dass man sich da aufzieht gerne. Jannis, ich weiß, es klingt wirklich hart für dich und jetzt musst du wirklich stark sein, ja? Dein Kommentar, der hat keinen Stellenwert. Der ist einfach, der ist scheiße. YouTube schon 2 Jahre und noch keine Millionen Abonnenten. Schwach. Und er hat recht, wirklich, heutzutage ist so, wer nicht innerhalb von 1 Jahr 1 Million Abonnenten hat, der hat auf YouTube gar kein Daseinsrecht mehr, ja? Es gibt mittlerweile, ich glaube, über 80 Kanäle oder 80 Kanäle, die 1 Million Abonnenten haben. Und ich schaffe das nicht innerhalb von 2 Jahren auf 1 Million Abonnenten. Das ist wirklich eine sehr schwache Leistung. Ich meine, was sind das schon? 1 Million Menschen? Was ist 1/84 von Deutschland? Das ist ja nichts, runtergerechnet auf die Altersgruppe. Da bist du ja gar nicht bekannt. Das kann einfach mal so passieren, so aufgewacht, 1 Million Abonnenten. Wir reden, ganz wichtig, immer noch ein anderes Wort für. Der Kommentar war unter dem Video. Sascha hatte schon bessere Videos. Eher ein schlechtes Video von ihm. Seine Meinung? Okay. Ich musste einige Male stoppen, um zu lesen, was da steht. Bisschen länger einblenden wäre besser. Ich bin mir sicher, ja, dadurch, dass du gesagt hast, ist eher ein schlechtes Video von mir, bist du schon länger dabei. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich schon immer der Typ war, der die Dinge nur ganz kurz so reingekattet hat und dann weitergemacht hat. Was ich sagen will, es ist doch kein Aufwand an der Stelle, wenn es dich wirklich interessiert, was da steht, da zurückzuspulen und zu stoppen. Ich meine, wie leicht müssen wir YouTuber es den Zuschauern noch machen? Soll ich wirklich noch zu dir nach Hause kommen, dir das Video anmachen und dann noch auf Pause drücken? Das, wenn es dich, es ist einfach nur interessenshalber, wenn es dich interessiert, was da steht, dann stoppst du da. Das ist doch kein Aufwand. Das ist wirklich, wie bescheuert ist das? Ist dieser Kommentar auch, dass er sich drüber aufregt? Ob ich es jetzt 5 Sekunden einblende oder 3 Sekunden oder 10 Sekunden, ist doch meine Sache so. Man kann da stoppen, was ich damit sagen will, man kann da stoppen. Es ist kein Aufwand. Es gibt auf YouTube die Pause-Funktion, Mann. Das Video könnte auch länger sein. Länge, darüber haben wir gerade schon eben gesprochen. Es sollte einen Gewinner, Verlierer geben und vielleicht auch noch einen Gewinn bzw. eine Bestrafung, weil so ist doch voll langweilig. Und ich kann dir ganz genau sagen, warum es für dich da draußen, ja, für dich Master P langweilig ist. Weil jeder andere YouTuber bei einer Challenge, einer Bestrafung, eigentlich eher immer nur eine Bestrafung reinmacht. Und deswegen bist du das so gewöhnt. Aber wäre das jetzt nicht der Fall, würde kein YouTuber eine Bestrafung machen, würdest du dich jetzt auch gerade nicht beschweren. Das ist einfach nur, ich habe einfach keinen Bock auf eine Bestrafung jedes Mal. So, was soll ich denn noch machen? Ich habe Spendi den Kopf rasiert, ich habe dem Haare rausgezogen, wir haben schon alles Mögliche gemacht. Ja, wir beißen in Pepperonis, ich bin schon 2-mal in den verfickt ekligen See gesprungen. Da hast du auch irgendwann die Schnauze voll. Warum sollte ich eine Bestrafung machen, wenn keiner von uns Bock hat, aber wir Bock haben auf die Videoidee? Das wäre doch schon wieder voll gezwungen und Hauptsache Bestrafung am Ende, dass Zuschauer bis am Ende dranbleiben. Das hat doch keinen Stellenwert. Ist doch scheißegal eigentlich. Aber trotzdem danke für deine konstruktive Kritik, Master P. Ich werde einfach daran nichts umsetzen, was du geschrieben hast, weil es mein Kanal ist. Das sind meine Videos. Wenn ich so machen will, mache ich so. Wenn es dir nicht passt, dann passt es dir nicht. Ist mir aber an der Stelle wirklich scheißegal, Leute. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Ich weiß, heute ist so ein richtig deep, zu Real Talk 100% auf die Fresse, aber musste ich einfach mal loswerden. Ich hoffe trotzdem, dass einige von euch vielleicht daraus was ziehen konnten. Wenn nicht, dann nicht. Das war der Dienstagabend. Hoffentlich habt ihr noch einen beschissenen Abend. Haut rein, tschüss.